Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Arise, Teil 25. Wir sind in Vissind, oder Viskind, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das werden wir noch herausfinden. Und hier ist einiges ganz anders und ganz komisch. Also erstmal ist die Weltelde Menantia grün und saftig und schön, nicht so wie Kalaklia und Kyslodia. Und zum Zweiten sind hier diese Rüstungstypen keine so großen Arschlöcher. Und wie es aussieht, sind die Danäer hier keine Sklaven. Oder vielleicht sind sie Sklaven, aber glückliche Sklaven. Und ob das hier wirklich mit rechten Dingen zugeht oder ob der Lord doch ein ziemlicher Sack ist, das werden wir hoffentlich bald herausfinden. Auf jeden Fall kam das ziemlich unerwartet tatsächlich. Aber es passt natürlich, es passt zu dieser Welt. So, hier gab es irgendwo eine Gaststätte. Was ist das? Ist das ein müde aussehender Kunde? Direkt hinter dem Laden befindet sich ein perfektes Gasthaus. Während ihr da draußen schwafelt, könntet ihr auch in den vielleicht besten erholsamen Betten der Stadt schlummern. Dann machen wir das zwar mal. Wir müssen zwar nicht schlafen, aber gucken wir mal, ob es wirklich so gut ist, wie behauptet wird. Ah, das sieht ordentlich aus. Von hier auch einen Schmied, oder? Fackelklaue. Ja, ich glaube, wir warten da mal. Ihr müsst erschöpft sein. Kommt gern rein und entspannt euch erstmal. Ja, komm, machen wir mal. Nö, wir kochen mal nett. Ich denke mal, der nächste Kampf wird jetzt eh ein bisschen auf sich warten lassen. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es das tut. Weil, okay, was ist das? Weil wir müssen uns jetzt erstmal in der Stadt umsehen. Ein Ladenmitarbeiter. Das ist eine Reichhaltigkeit berühmt. Okay. Trank des Lebens. Brauchen wir da 5 Stück Hammer, gell? Ein Glückstrank. Ein euphorisch machendes Gebräu, das demjenigen, der es trinkt, Glück bringt. Erhöht die Bonusanzeige der Kampfserie. Ah, dann können wir das auch künstlich nach oben hauen. Das ist natürlich auch interessant. Zeugelpanzerrüstung. Krass, der hat sogar bessere Waffen. Aber das ist einfach so teuer. Das ist einfach so teuer. Wir haben kaum Orangengelee und so. Ich glaube, ich hole mir noch 2 Tränke des Lebens. Aber wir müssen schon ein bisschen auf unser Geld achten. So, okay. Das heißt, wir gucken uns hier jetzt um. Laufen durch die Stadt. Ich glaube, ich fange hier unten an. Sagt das... Ja, okay. Hudel zeigt das mal, weil hier in dem Bereich was ist. Hier eine Quest für uns, ha? Mal gucken, ob es eine klassische ist. Ein Töpfer. Verzeiht, ihr scheint nicht von hier zu sein, oder? Ja, wir sind aus der Stadt gekommen. Warum? Verzeihung wegen des unerwarteten Vorschlags. Aber ihr habt nicht zufällig Granitzähne dabei, oder? Sie stammen von Wildschweinzeugelstoßzähnen, die man außerhalb der Stadt findet. Ich glaube, da können wir sogar welche haben. Hm? Du suchst nach Zeugelstoßzähnen? Wozu brauchst du die, um aus ihnen Waffen zu machen? Oh, nichts dergleichen. Die Stoßzähne ändern aber ihre Farbe, wenn sie auf Gift stoßen. Das aus diesen Stoßzähnen hergestellte Essgeschirr ist sehr beliebt im Autelina-Palast, also möchte ich mir mehr von denen besorgen. Ah, krass. Das heißt, das sind wie diese, es gibt ja diese Strohhelme, die es in Clubs gibt oder die es geben könnte, die auch die Farbe ändern, wenn irgendwie K.O.-Tropfen oder so im Getränk sind. Das heißt, du siehst, wenn dich jemand vergiften möchte. Was, hat dort jemand Angst, vergiftet zu werden? Klein, Paläschten, immer. In der renäischen Gesellschaft werden Hierarchien respektiert. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass jemand versucht, einen Adligen zu vergiften. Okay. Noch nie habe ich gehört, dass so was jemals passiert wäre. Es hat jedoch Tradition im Palast, die Stoßzähne als eine Art Kuriosität anzubieten. Ich habe versucht, die Wachen um Hilfe zu bitten, aber leider scheint sie mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt zu sein. Wenn ihr also zufällig Granitzähne dabei habt, würde ich gerne um 4 bitten. 4 überreichen, klar. Klar, so viele können wir abgeben. Wunderbar, vielen Dank, der Herr. Jetzt habe ich genug, um mehr Geschirr herzustellen. Oh, du stellst es also auch her. Würde es dich stören, wenn ich dir irgendwann bei der Fertigung zuschaue?
Klar doch, bitte besuche mich, wann auch immer es bei dir passt. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar der Stoßzähne auch in Waff... Alfen. Egal, wir ziehen jetzt weiter. Gut, nochmals vielen Dank für eure Großzügigkeit. Kein Problem, für 1500 Gold und ein paar FP machen wir das doch gern. Das sind die besten Hol- und Bring-Quests. Die, die du davor schon erledigt hast. Du bist beim Essen doch genauso. Oder hast du vor, das aufzugeben? Das sind die besten Hol- und Bring-Quests, die man schon erledigt hat. Leckeres Rind am Straßenrand. Okay. Krass, dass wir hier nicht drüber gehen können. Ist einfach zu hoch. Okay, hier ist irgendwo das Teil für den Hudel. Die Frage ist wo. Ah, wir hören was. Ah, da ist eine. Schuhu, Nimbus. Ein Ring aus heiligem Licht. Dient außerdem als überraschend angenehme Nackenstütze zum Lesen von Büchern im Bett. Das ist ein Heiligenschein, oder? Das können wir doch gut tragen, einen Heiligenschein. Ja, wir müssen echt demnächst mal wieder in den Wald gehen. Müssen wir echt mal wieder machen. Hey, Wache, solltest du nicht arbeiten? Alter, das sagt ein danäischer Mann zu der Wache. Ich weiß ja nicht, wie es im Reich ist, aus dem du kommst, aber hier in Menantia ist alles friedlich. Es ist völlig ausgeschlossen, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, stimmt. Dank dem Lord ist das Leben hier für uns alle angenehm. Ja, siehst du. Und es gibt ja nicht nur uns. Das sind auch noch die Wachen. Es geht nichts kaputt, wenn ich etwas faulenze. Trotzdem, dass es in der Stadt so friedlich ist, liegt daran, dass ihr renäischen Soldaten hier seid. Alle kleinen Kinder himmeln euch an, also zerstöre ihre Illusion, nicht ja? Du könntest echt in der Wüste Sand verkaufen. Na schön, das ist mein letzter Trink. Alter, wie einfach dem Typ sagt, dass er arbeiten soll. Das klingt tatsächlich nicht nach Sklaven. Ich bin so gespannt auf den Lord, gell? Ich sag's euch. Bin so arg gespannt auf den. Kommen wir hier weiter? Ne, guck mal. Die Straße blockiert. Der Erdlord. Dohalim. 棒術草。 Ich weiß gar nicht, ob ich kämpfen will. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe Befehle, bis auf Weiteres niemanden passieren zu lassen. Komm später wieder. Vielleicht ist der Weg dann wieder frei. Eigentlich könnten wir doch auch den unterstützen, dass der Anführer der Lords wird irgendwie. Dann wäre es vielleicht für ganz, wird es vielleicht für ganz Dana besser werden. Könnte ich mir vorstellen. Ich schätze, ihr seid alle Reisende. Es ist so wunderbar, dass ihr alle hier seid. Es stört dich also nicht, dass wir zusammen sind, auch wenn wir eine Renärin bei uns haben? Überrascht dich das? Wahrscheinlich sieht man sowas nicht jeden Tag auf Dana, aber hier in Visind gehört das zum täglichen Leben. Hey, wenn wir zum Palast wollen, müssen wir dann in diese Richtung weitergehen. Ja, genau. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr vielleicht lieber zum Übungsgelände gehen, denn das scheint eher euer Metier zu sein. Übungsgelände, ist das eine Art Code für eine Art Arena, in der man als Sport völlig Fremde bekämpft und sich gegenseitig tötet? Nein, auf keinen Fall. So was Schreckliches findet dort nicht statt. Das Übungsgelände ist das, wonach es klingt. Es stimmt aber, dass dort vor vielen Jahren Sklaven gegeneinander kämpfen mussten, ebenso wie gegen bösartige Zeuge. Aber als unser jetziger Lord, Lord Dohalim, an die Macht kam, setzte er als eines seiner ersten Taten diesem schrecklichen Schauspiel ein Ende. Du meinst also, dass ein renäischer Lord veranlasst hat?
Das Gelände wurde dann neu eingerichtet und als geeigneter Ort zum Üben wieder eröffnet. Und als solcher ist er heutzutage auch bekannt. Er wurde hauptsächlich für die Wachen von Elde Menantia konzipiert, steht aber jedem offen, der dort üben will. Hm? Jeden? Selbst der Nähern? Natürlich! Mir ist die Arena viel zu anstrengend, aber wenn ihr eure Fähigkeiten verbessern wollt, solltet ihr dort mal vorbeischauen. Übungsgelände für alle. Sehr gut, da können wir irgendwelche Leute verkloppen, das ist immer gut. Aber wohl keine Zeugel mehr, leider. Und wo war das? Hier links oder so? Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine Quest. Oh. Der Grenzmann. Ich nehme an, ihr seid über die Fernstraße hierher gekommen. Ihr seid aber nicht zufällig auf dem Weg auf dieses Ding gestoßen, oder? Meint bestimmt den Drachen. Welches Ding? Ich spreche von dem riesigen Zeugel, der im Himmel fliegt und gelegentlich hinabstürzt, um sowohl Menschen als auch Zeugel anzugreifen. Doch von dem haben wir ganz schön auf den Sack gekriegt. Es greift sogar Zeugel an? Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Ja, der ist echt eine Nummer. Selbst in Uniformen hier macht es er ganz schön zu schaffen. Ich habe sogar versucht, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen, um den Einsatz irgendwie zu versüßen. Aber bisher haben alle aufgegeben. Wir schauen mal, was wir tun können. Na, dann kümmern wir uns darum. Wir finden sicher einen Weg, ihn loszuwerden. Glaubt ihr wirklich, ihr habt das Zeug dazu? Ja, ihr seht alle fähig aus, versteht mich nicht falsch, aber... Wir schaffen das schon, keine Sorge. Tatsächlich haben wir jemanden dabei, der fliegende Zeugel praktisch mit geschlossenen Augen abschießt. Du meinst Chion? Sie wird es bestimmt nicht unbedingt gutheißen, dass du sie dafür ungefragt engagierst. Nun, wenn ihr denkt, dass ihr das hinbekommt, dann nur zu. Ihr findet ihn auf der Traslida-Fernstraße. Normalerweise lässt er einen in Ruhe, aber wenn irgendwo ein Kampf ausbricht, dann stürzt er hinab und macht Ärger. Das heißt, wir erregen nur seine Aufmerksamkeit, indem wir zuerst gegen andere Zeuge kämpfen? Erfasst. Das Ganze nervt natürlich ein bisschen, aber clever ist es trotzdem. Wir machen uns also auf den Weg, ihn zu jagen. Am besten hältst du schon mal das Kopfgeld bereit, wenn wir zurückkommen. Was? Natürlich, ich stehe zu meinem Wort. Viel Glück bei der Jagd. Ich glaube, für den brauchen wir tatsächlich gar nicht mehr so ewig lang. Ich meine, der keine Priorität geben. Ich meine, der hatte 80.000 Leben. Aber wir... Du hast Vieh, das erwachsen geworden ist. Nice. Müssen wir demnächst nochmal unserem Bauernhof vorbeischauen. Das ging ja schnell. Hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass es so schnell geht. Genau, also wir haben schon Bosse besiegt, die ja 40.000 Leben oder so hatten. Das heißt, ich denke mal, es dauert jetzt nicht mehr so ewig, so mega ewig, bis wir... Ah, hier steht Dings, das Übungsgelände. Dauert nicht mehr so mega ewig, bis wir den besiegen können, den Drachen. Aber er hat uns halt noch gewonnen, hätte das ein bisschen das Problem. Hallo Kinder. Sind all die Leute hierher gezogen? Papa sagt, früher mussten die Leute viel schweres und gefährliches Zeug tragen. Ich weiß ja nicht, ob ich das glaube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier sowas passiert. Immer die Leute, die halb tot da liegen, müssen wir wieder zum Bauernhof tragen. Was ist das für Gordeno? War das nicht der gleiche? Oder wer war das? Der Kämmerdorf. Ah, das ist der Essenstyp. Hey, geht es dir gut? Warte, du bist der Feinschmecker, dem wir zuvor schon begegnet sind, oder? Oh, na hallo, Flammenschwert. Ich habe euch schon seit Kislodia nicht mehr gesehen. Ich brauche, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass ich hungrig bin. Schon wieder? Lor, gib dem Mann ein paar von den Pilzen, die du gerade gesammelt hast. Pah, du lernst aber auch echt nichts, oder? Was für einen widerlichen Fungus wollt ihr mir da andrehen? Ich weiß nicht. Ich finde sie echt lecker. Nun, du. Ich wünschte, ich hätte deinen grundlosen Mut, mein Junge. Wie auch immer, das ist nicht der Punkt. Ich bin wegen wichtiger Geschäfte hier in Vissind. Durch gewissenhafte Recherche und ein bisschen Rumschleichen konnte ich mir ein streng geheimes Rezept aus dem Palast selbst aneignen. Allerdings fehlen mir die Zutaten. Darf ich euch nochmal bitten, mir alles Fehlende zu besorgen? Momentchen, hast du gerade Rumschleichen gesagt? Bevor ich dazu was sage, möchte ich wissen, magst du Fleisch?
Verdammt, ja, das tue ich. Wer denn nicht? Naja, das Rezept, das ich stibitzt habe, ist für einen Rindereintopf, ein erstklassiges Fleischgericht. Also ist das Rezept gestohlen, wie du gerade zugegeben hast. Und wenn schon, wen interessiert das denn? Also, was meint ihr? Sammelt ihr mit mir die Zutaten zusammen? Eifen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ das Gesetz gebrochen hat. Er hat nur ein Rezept im Palast gefunden. Das macht ihn doch noch nicht zum Kriminellen. Ganz genau, ich habe einfach nur gemacht, was mir die Schlangenaugen in Kyslodia beigebracht haben und es zum Wohle der feinen Küche angewendet. Ist das dein Ernst? Ich brauche Fleisch und Kartoffeln, sowie Pilze und Tomaten. Das wirst du mir doch besorgen, oder? Fleisch, Kartoffeln, Pilze, Tomaten, ich glaube, ich habe alles. Wir haben, was du brauchst. Ah. Wir haben bereits alles, was du brauchst. Ja, das war. In dem Fall müsst ihr diesem Rezept folgen und mir sofort einen Rindereintopf zubereiten. Warum soll ich denn schon wieder kochen? Ich bin schon gespannt, wie er wird, Alfen. Nice, neues Rezept. Rindereintopf. Sehr schön. Komm schon, ist der Eintopf noch nicht fertig? Ah. Tut mir leid, Lor. Hier steht, dass ich es 5 Stunden köcheln lassen soll. 5 Stunden? Das Rindfleisch wäre perfekt gewesen, wenn wir es einfach schnell gegrillt hätten. Wenn du dich weiter so aufwirst, Junge, bekommst du gar nichts ab. 5 Stunden stehen sie jetzt hier rum und warten, oder was? Wir haben ja keine wichtige... Bis echt Nacht ist. Gut, er sieht fertig aus. Oho, schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. Boah, das ist... absolut exquisit. Ich bin im Himmel. Wir leben wahrhaftig im goldenen Zeitalter der Kochkunst. Mm. Das sagt uns nicht wirklich etwas darüber aus, wie es tatsächlich schmeckt. Ich habe das Gefühl, dass seine Reaktion noch dramatischer ausfällt als letztes Mal. Lo. Oh, naja. Warum kostest du nicht als nächstes, Lor? Gerne, ich koste mal. Lo. Heiliger Bimban, das Fleisch ist so zart, das zergeht mir ja förmlich im Mund. Und die Sauce ist so mächtig und durchzogen vom Geschmack des Fleisches und Gemüses. Sie verleiht dem Ganzen einen unglaublich tiefen Geschmack. Und auch das Gemüse ist so gehaltvoll und lecker und ergibt eine wirklich feine und passende Beilage. Wer auch immer sich dieses Essen ausgedacht hat, kennt sich gründlich mit Kochen aus. Ich verstehe schon, warum es im Palast aufgetischt wird. Weißt du, Gordino, du könntest dir echt eine Scheibe von Lore abschneiden, wenn es ums Beschreiben von Essen geht. Pah, ihr Leute versteht überhaupt nichts. Der Junge schwätzt doch nur. Hör zu, du unkultivierter Tölpel. Geschmack drückt man mit seinem ganzen Körper aus. Nein, mit der ganzen Seele. Hast du gesehen, was ich meine? Hast du gesehen, wie ich mich bewegt habe mit jeder Faser meines Seins? Schau ganz genau hin und präg dir den nächsten Anblick ein. Bereit? Absolut. Ich versteh's ja schon. Ich lag falsch. Kein Grund, sich daran so hochzuziehen. Abgesehen davon sind meine Gaumen und mein Magen durch und durch zufrieden. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Es wird Zeit, dass ich aufbreche und noch großartigere Genüsse finde. Leb wohl, meine kulinarischen Kameraden. Alter, was war das bitte für ein Dings, für eine Quest, für eine Unterhaltung? Das waren halt 20 Minuten gelabert gefühlt. Aber... Shion, du hast Soße im Gesicht. Aber nice, guck mal, wir haben sogar tatsächlich, jetzt... Ah ne, das Messergabelding ist von früher wahrscheinlich gewesen. Komm ich hier durch? Nö, einfach nö. Ja. So, viele goldene Sterne müssen wir eigentlich nimmer machen. Mal gucken, was da noch so ist. Das sieht irgendwie aus wie so eine Lunge, oder? Das Ding hier sieht aus, keine Ahnung. Gucken wir erstmal links, was es da noch gibt. Pfirsichgelee, jawohl. Was hat es hier verloren? Das ist eine verdammt gute Frage. Hey, sieht schon richtig protzig aus, gell? Voll das bonzige Teil. Ich frage mich, wie alt das ist. Der Palast. Ob der eher älter oder eher neuer ist.
Neugierig, was ich anhabe? Ich habe es selbst gekauft, wenn ihr es glauben könnt. Heutzutage bekommen wir da näher einen fairen Lohn für die Arbeit, die wir machen. Das haben wir alles Lord Dohalim zu verdanken. Ja, die scheinen es allen ziemlich gut zu gehen. Dana to Rena ga nakayoku shiteru na. Rena ni meirei sarete engi shiteru no kamo yo. Da to shitemo nan no tame ni? Watashi tachi o damasu tame da to shitera. Das ist ein guter Punkt. Mukakari sugiru. Mou sukoshi machi o shirabete miyou. Mada mite inai basho ga ari sou da. Das ist ein verdammt guter Punkt. Vielleicht spielt uns das jemand nur vor, aber auf der anderen Seite hat Shion da auch wieder recht. Für was Nomen zum Narren zu halten? Was soll das bringen? Vielleicht hat er Lord von uns gehört und hat jetzt Angst. Und alle werden jetzt gezwungen, einen auf gut drauf zu machen. Damit wir keinen Verdacht hegen. Wow, ich habe sogar jetzt nur fürs hier hingehen, habe ich jetzt was gekriegt, oder wie? Shurenjoga. やっぱりちょっとここだけ雰囲気が違うな。修練と言っても戦う場所には違いないもの。 誰でも腕試しさせてくれるんだろ?いいじゃねえか。細かいこと抜きで行こうぜ。 Spielen hier sogar schön Schach, ey. Weißt du, man muss schon wirklich dämlich sein, wenn man zu uns gerüsteten Soldaten kommt, seine Waffe zieht und dann gegen uns kämpfen will. Komm schon, kann man mir das wirklich vorwerfen? Eure Waffen sind so groß und stark, ich konnte einfach nicht anders. Wie alt bist du? 5? Verhältst du dich immer so? Denk besser nach, bevor du handelst, sonst landest du noch im Gefängnis. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier machen können. Willkommen auf dem Übungsgelände, dem ganzen Stolz und Wissend. Wenn ihr euer Training auf die nächste Ebene bringen wollt, seid ihr hier richtig. Wir freuen uns über jeden Kämpfer, der durch unsere Türen kommt. Sofern ihr euch verbessern wollt, könnt ihr hier immer gern trainieren. Wenn ich euch nur ansehe, merke ich schon, dass ihr euch nicht nur verbessern wollt, ihr strebt danach, die Besten der Besten zu werden, stimmt's? Dann tretet näher und werft den Federhandschuh. Wir prüfen euer Kampfesgeschick gern auf Herz und Nieren. Einzelkampf, Gruppenkampf, Erklärung anhören. Im Übungsgelände kämpfst du allein oder in einer Gruppe. Manchmal gelten besondere Regeln. Der Schwierigkeitsgrad ist normal und es sind keine Objekte erlaubt. Räumst du zum ersten Mal auf oder schlägst deine Bestzeit, verdienst du Prämien. Einige Prüfungen haben Sonderregeln wie folgt. Nur am Boden. Du fügst nur Schaden zu, nachdem du Gegner mit Boostangriffen zu Boden gebracht hast. Keine Revanche für x Minuten. Die Prüfung kann für die angegebene Dauer nicht erneut versucht werden. Okay. Lass mal einzeln. Okay, krass. Anfänger, kleiner Geldpreis. Oha. Das geht ab. Durchschnittliches Gruppenlevel, Level 18. Probier mal. Was? What? Wie viel gibt's da bitte? Oha. Und guck mal, wie viel Belohnung es da gibt. Okay. Ich glaube, ich fange mal mit Alfen an. Und zwar mit Training-Alfen. Empfohlenes Level 25. Empfohlenes Level 40. Interessant. War das bei den anderen auch so? Empfohlenes Level 30, hallo? Haben wir da Chancen? Ich probiere jetzt einfach mal Anfänger. Auf geht's. Krass, wie viel es hier gibt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es hier so ein paar Standardsachen gibt. Und nicht mehr, nicht weniger, aber das ist ja richtig viel. Vor allem scheint es in der Liste nochmal ganz viel neues Zeug zu geben. Euer Training hat gerade erst begonnen. Ihr habt noch einen langen, steinigen Weg vor euch, aber diese Erfahrung wird sich am Ende auszahlen. Irgendwie ist es auch, also ich meine, ich finde es so cool und so, aber irgendwie ist es auch schwachsinnig. Wir haben schon 2 Lords besiegt, wir sind eigentlich richtig mächtig schon und machen hier das Anfängertraining. Und das wird vielleicht nicht mal schaffbar sein. Nehmt alles, was ihr seht und lernt und setzt es ein, um noch besser zu werden. Panzerschocke und eine Waldgurke. So viel zum Thema, gell? So viel zum Thema, keine Zeugen mehr. Ich meine, mit Shion hat man da halt wirklich einen Vorteil, weil die kann sich halt heilen. Oh, shit. Hab ich beide?
Aber das ist doch schaffbar, oder? Das sollte doch schaffbar sein, jetzt mal ganz ehrlich. Aber krass, empfohlenes Level, Level 25. Ja, das ist auf jeden Fall schaffbar. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Boah, der macht richtig hart Schaden, das muss man schon sagen. Sehr schön, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Umhauen. Jawohl, okay, toll. Das war's noch gar nicht, scheiße. Never mind, ich nehme alles zurück. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und tschüss. Eure größte Bedrohung ist nicht euer Gegner, es ist Stolz und Selbstgefälligkeit. Sieht aus, als hättet ihr noch Training vor euch. Aber Kopf hoch. Okay, das ist natürlich schon krass. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gar nicht Gruppenkampf 30 machen, oder? Ich probiere es mal. Euer Training hat... Ja, es sagt genau das Gleiche. Therapienfäuste 3, Level 32. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Alter, was sind das denn bitte für Gegner? Okay, das muss man eigentlich gar nicht versuchen. Kannst du das abbrechen? Ich wechsle auf Shion, damit sie bitte nichts macht. Nein, jetzt hat sie Auferstehung eingesetzt. Scheiße. Ich hab fast One-Hit. Das heißt, wir müssen was machen, was unserem Level entspricht. Das war die Frage. Ob wir Level 20 schaffen, aber wahrscheinlich schon. Aber schon interessant, die waren jetzt Level 32, obwohl es nur eine Quest-Level für Level 30 war. Die Frage, ob das dann reicht. Sonderregeln, 60 Minuten, keine Revanche, silberne Hundemarke. Aber das bringt gar nichts, oder? Kleiner Geldpreis. Ja, komm, wir probieren es einfach mal. Affe und Erdende Masse. Das ist noch jetzt. Zweifel noch jetzt schon aufs Reich. Und das sollten wir schaffen. Ganz ehrlich. Nein, warum ist er jetzt in der Luft? Okay, aber er hat ihn trotzdem getroffen. Ja, das passt auf jeden Fall. Jawohl. Was war das? Warum hab ich den nicht getroffen in der Luft, ey? Sauerei. Ja, natürlich, es geht weiter. Es war klar. Aber irgendwie nur oder wie war das mit 2 Minuten oder so? Auf 2 Minuten beschränkt. Das war fast klar, dass da noch was kommt. Hey, wie viele Wumpsen sind da jetzt plötzlich unterwegs? Jawohl, da kommen die Ult mal bitte. Okay. Granit-Lem-2. Er ist halt auf jeden Fall nett geworden, gell? Oha, der Keiler hat einfach den Großen rumgehauen.
Checkt man, wie das jetzt wieder unterbrochen wurde. Ich hab doch gar nichts. Ich hab doch meine Combo eigentlich die ganze Zeit fortgesetzt. Jetzt aber, komm schon. Ach komm. Wie ich jedes Mal fast die Ult voll hab und gerade so eine frei. Bin ich gerade nur um 300 gehauen? Wie wir da immer die Zwischensequenz anziehen müssen. Nach dem war es das aber, oder? Jawohl, und tschüss. Und tschüss. Mission erfolgreich abgeschlossen. Jawohl. Das war toll. Ich habe mich so über euren Sieg gefreut, dass ich versehentlich mein Stuhlblatt gemacht habe. Okay. Eine Darbietung von derart geballtem, geschärften Talent sieht man nicht alle Tage, wirklich. Wenn ich mich nicht irre, ist dies euer erster Sieg hier. Nun, zur Feier eurer eindrucksvollen Stärke biete ich euch diesen besonderen Preis an. Nutzt ihn als Motivation, weiterzukommen als je zuvor. Silberne Hundemarke, ja toll. Es gibt uns ein bisschen Geld, gell? Wird immer ein bisschen Kohle absahen. Beim kleinen Geldpreis. Aber ziemlich cool, hey. Hier gibt's ganz schön viel Zeug auf jeden Fall zu machen. Ganz schön viel zu kämpfen. So. Dann ist schon unser nächster Plan. Du hast Vieh, das erwachsen geworden ist. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch noch rein hinschauen. Aber als nächstes würde ich sagen, gehen wir zum Palast und schauen uns das mal an. Gucken uns mal den Lord an. Da bin ich wirklich gespannt, was das für ein Kerl ist. Ob der wirklich cool ist oder ob er nur so tut. Aber das werden wir morgen machen, Freunde. Deswegen vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.